Hallo, liebe Zockerinas und Zockerinas. Zockerinas und Zockerinos, so rum. Und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Oh, man, ist das wieder laut? Ja, stimmt, die Einstellungen haben sich ja wieder komplett resettet. Auch die Sound Options und die Kameraerschütterung habe ich wieder runtergedreht. Ja. Wir machen nochmal einen Punkt auf. Wir haben aber nichts auf Sauerstoff geskillt. Warum bin ich so schnell geschwommen? Ist das was mit der Bewegungsgeschwindigkeit jetzt mittlerweile zu tun? Ich weiß es nicht. Wir machen mal noch einen Punkt auf Resistenz. Und da gucken wir mal, was wir Schönes lernen können noch. Druckplatte ist Genesis. Ich hätte gerne diese Ozeanplattform gelernt, weil die ist nämlich ganz cool. Die könnten wir dann eventuell auf unsere da Holz-Ozean-Plattform. Kostet aber Shell-Fragment, das haben wir nicht. Ich glaube, das kriegen wir von der Riesenschildkröte. Boah, Alter, dieses Getappe geht mal auf den Sack. Ich bin froh, wenn ich aus dem Sumpf raus bin. Eben hatte ich nämlich nochmal ein Problem, dass die ganzen Mücken unendlich lange nochmal hier waren und ich wieder nichts machen konnte. Und ich wollte eigentlich schon vorher wieder anfangen aufzunehmen, aber das hat dann eben nicht geklappt. Dank den tollen Mücken, dem Insektenschwarm. Yeah. Das ist immer gut. So, aber weiter im Text. Metall-Ozean-Plattform, genau die wollte ich lernen, aber 1500 Metallbachen ist schon extrem für einen Anfang. Das dauert ein bisschen, bis wir das hinbekommen, aber okay, das muss ja nicht direkt sein. Machen wir hier mal noch den BMOF-Torbogen und das BMOF-Tor lernen. Mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Haben wir noch ein paar Punkte. War wieder Level Up. Den Industriezerkleinerer könnten wir später auch mal noch bei Gelegenheit lernen. Automatisches Geschütz. Jo, das ist schon mal gut. Tech-Jump-Pad. Brauchen wir schon ein Element dafür. Aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt zu lernen. Ja, das Zauberzeug, das könnte man doch mal lernen. Ah, da ist der Mining-Trill übrigens. Der ist ja schon frei, oder was? Wird hergestellt im Fabrikator, aber da braucht man schwarze Perlen. Okay, uff. Okay. Absorbieren das Substrat und die Gasmaske würde ich gerne lernen. Swatchschild, Mini-Tower, Geschützturm, schockierender Pfeil haben wir ja auch schon. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Raketengeschütz, schweres Geschütz haben wir auch schon. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, ich habe ja schon einiges zusammengepackt. Der Frosch ist auch schon im Inventar. Die Raptoren würden wir dann eventuell nachholen, wenn wir wissen, wo wir genau hin müssen. Den Rest habe ich jetzt schon mal alles dabei, soweit. Was man eben so tragen kann. So, dass wir auch direkt bauen könnten. Im Zweifelsfall, den Rest können wir ja immer noch holen. Komm, wir gehen jetzt einfach mal weg hier. Und porten uns aber nicht in den Süden, weil, warum kann ich jetzt nicht? Ah, jetzt. Sondern wir werden in den Westen porten. Gucken wir mal, was wir dort zu finden. Vielleicht finden wir ja da die Heimat, die wir haben wollen. Das wäre auf jeden Fall nice. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Beim Teleportieren wird mir immer etwas Vögel. Alter, wie viele Diebesvögel sind denn hier? Das ist nicht so geil. Ich muss an denen vorbei. Ah, ein Dodo. Hat auch mal Dodos entdeckt. Aber hier ist auch nicht so gut zu bauen, ne? Oder? Da hinten die Formation gefällt mir ja gut.
gerne wissen, wie man da hinkommt, also per Teleport quasi. Und ich weiß auch nicht, ob der Frosch uns jetzt tragen kann. Ja, was ist denn hier so genüsslich? Die frisst doch. Achso, bist du das? Oh, hier sind aber viele ab. Ja, Weltklasse. Ja, da hinten die Sehnselkette, die würde mal gefallen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt hinkomme. So ohne weiteres. Weil ich nicht weiß, ob der Frosch uns tragen kann. Ja. Wir könnten es aber versuchen, mal so hinzuschwimmen. Naja, wir haben viel zu verlieren. Das ist eigentlich keine geile Idee. Aber das gefällt mir, das Gebiet. Da müssten wir nur mal gucken, was das für ein Spawn eigentlich ist. Da unten ist ein Basilo. Uns gerade zähmen. Was richtige Kippel hätten. Oh Mann, schaffe ich das? Ich hoffe es ja. Ich hoffe es ja. Und ich weiß nicht, ob es da gerade Flächen gibt oder so, aber wir werden mal gucken. Es ist halt hier alles relativ felsig, ne? Was das Ganze fürs Bauen vielleicht ein bisschen erschweren wird, aber hier hat man doch schon ein bisschen was. Da müsst ihr halt wissen, welcher Spawn das hier ist. Was schwimmt denn da unten noch rum? Ein paar Schildkröten. Okay. Wie ich überhaupt hier hochkomme. Ja, Floß wäre hier natürlich auch Gold wert in diesem Areal, beziehungsweise Motorboot dann irgendwann. Oh, das sieht aber schon nice aus. Also es gefällt mir. Da hat man auch sicherlich einen guten Ausblick von hier. Je nachdem, wie man dann halt auch baut. Aber allerdings ist es auch relativ steil, ne? Ist mir jetzt egal. Ich verbrauche jetzt mal die Dinger. Ich habe sie dafür, habe ich sie gemacht. So. Wie kann man die hier eigentlich lösen? Das geht normalerweise mit... Ah ja, genau. Mit Ducken. Gut. Okay, spring doch. Du musst doch hier hochkommen, oder? Muss ich jetzt den Frosch auspacken? Okay. Och nee. So haben wir aber nicht gewettet. Wollte nicht alles verbrauchen hier. Okay. So, da hätten wir sogar Metall, oder? Das ist doch Metall. Oh, das ist nice. Das wäre nice. Uff, Pelagornis. Ich weiß, dass man Vögel nicht fliegen kann. Kann man aber die Pelagornis auch nicht fliegen hier im DLC? Weiß ich nicht genau. Hier müssten wir uns auf jeden Fall einen Spot aussuchen. Hier gefällt's mir. Und wir könnten auch noch dann da hochbauen oder so. Ist auch relativ friedlich hier. Das Maximale, was ich gesehen habe, war hier oben waren Diebesvögel. Auf jeden Fall hätten wir ein bisschen Metall. Das würde das Ganze natürlich vorantreiben. Wir haben unsere Ruhe. Wir haben ein bisschen Stellfläche. Wir müssten halt nur wissen, wie man immer wieder hierher kommt. Wenn man uns in den Ozean zurückportet. Das ist eben so ein bisschen das Blöde an diesem DLC, wenn du unterwegs bist. Du musst dich halt quasi in ein anderes Biom porten und dann wieder zurückporten. Und dann bist du unter Umständen nicht hier. Ne? Diese Fläche hier wäre doch geil. Oder war das die Fläche von eben? Ja, hier ist auch sehr viel Metall. Würde ich ja fast sagen, ist da hier so ein Glätt. Archeoptics, okay.
Oh. Hatte ich auch noch nie gezähmt. Mal hier mal erstmal ein bisschen rumgucken. Mal aufpassen, dass ich nicht komplett runterkrache. So. Ja, wenn man... Hier würde man ja runterkommen, zu Fuß. Oder könnte man sich eventuell mit einer Treppe hier runterbauen und dann dort unten noch die Ozeanplatte hinstellen. Dann hätten wir das auch noch als Fläche. Am liebsten würde ich ja da unten hinbauen, aber zuerst mal würden wir von dort unten nicht hochkommen. Und das wäre halt relativ blöd. Und deswegen würde ich sagen, machen wir uns den ersten Stützpunkt hier oben hinbauen. In der Nähe vom Metall und dem Rohsalz und dem Stein. Da ist ja auch noch ein bisschen Stein. Da irgendwo hier basteln wir unsere Hütte. Wir haben hier oben auch kein Wasser, ne? Fällt mir gerade auf. Und wir verbrauchen Wasser. Ist auch nicht so geil. Wäre ja doch vielleicht besser, unten zu bauen. Aber wie gesagt, da wüsste ich nicht, wie wir hochkommen sollen. Was dann nochmal der Nachteil an der ganzen Sache ist. Wir könnten natürlich mit dem Frosch außen rumschwimmen, hochlaufen. Aber das wäre ja doch auch jedes Mal wieder ein gewisser Aufwand, den wir betreiben müssten. Zumindest mal, bis wir uns hochgebaut haben. Oder wir müssten halt wirklich direkt einen Angriff nehmen hier. Warte mal. Nee, geht nicht hier runter. Oder wir müssten halt wirklich einen Angriff nehmen, direkt hier einen Weg hochzubauen. Beziehungsweise runter. Oder könnten wir vielleicht sogar mit dem Frosch hier hochspringen? Ich glaube, geht sogar so hoch, ne? Ja, bis zum gewissen Punkt wahrscheinlich. Hier geht es wahrscheinlich nicht mehr weiter. Naja, wir werden jetzt erstmal, glaube ich, doch da unten dann bauen. Da sind wir nämlich näher am Wasser. Oh, oh. Ich habe keinen Fallschirm. Uff, also, ich habe den Fallschirm nicht ausgerüstet in der Schnellleiste. Ich schnoop. Aber so geil finde ich es hier nicht. Hier unten am Wasser, da wäre ich mal oben besser gefallen. Mann. Scheiße, ey. Ja, kannst. Was sollten wir hier bauen? Im Wasser. Gar nicht so einfach, hier einen tollen Base-Spot zu finden. Da oben, das wäre halt auch geil, ne? Nur weiß ich halt nicht, ob es dort irgendwelche Ressourcen gibt. Aber komm, wir gehen mal gucken. Das Problem ist nur, wir werden wahrscheinlich nicht mehr dort hinten hochkommen, weil wir ja... Stimmt, wir wären ja auch nicht mit dem Frosch hochgekommen, glaube ich, sondern nur wegen den Greifhaken. Es sei denn, es gibt irgendeinen Weg hoch. Was haben wir denn da? Ah, ein Glitch. Na, lassen wir aber erstmal sein. Können wir später mit dem Frosch hin, wenn wir unsere Sachen in Sicherheit gebracht haben. Aber jetzt möchte ich noch da hoch. Weil das sieht mal irgendwie ein bisschen glatter aus. Vielleicht gibt es da ja auch Metall. Zumindest gibt es mal ordentlich Holz. Das Problem ist schon wieder, dass wir eben dort oben auch kein Wasser haben. Da müssten wir uns erstmal Wasser hochlegen. Aber ich glaube, einen Tod muss man hier sowieso sterben. Was denn das? Ist das ein Agi? Hey. Nee, das ist irgendein Geblüm. Lol. Aha. Locations sind schon so schön mit den tropischen Bäumchen und so. Das ist schon nice. Wir könnten auch gleich mal den Frosch rauswerfen, um zu gucken. Das Problem ist, ich sehe hier nichts, ne? Das. Wegen dem ganzen Grasgedöns. Mann. Uff. Ja, super. Cool. Komm, ja, schießen wir uns jetzt einfach mal hoch und gucken uns das Ganze an. Mach weg. Oh Mann. Ja, einen Grappling-Hook haben wir noch.
Und ich glaube, ich komme wirklich nicht hoch ohne die Dinger. Na, hier kommt man mal hoch. Und komm, spring doch da hoch, komm. Das schaffst du, jawohl. Oh Gott, wie hoch ist das denn alles? Was täuscht so von unten? Alter. Komm ich ja nie im Leben hoch. Ich weiß nicht. Irgendwas fehlt mir in den Gebieten. Die sehen zwar cool aus und so, aber ressourcentechnisch und so ist das auch nicht so das Wahre. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob wir nicht mal noch ein anderes Gebiet teleportieren sollten. Allerdings ist das natürlich auch gefährlich, wenn ich jetzt ins Lunar porte und ich kenne ja die Spawns von Ark und man steht halt direkt irgendwo schon neben einem absolut tödlichen. Beziehungsweise Lunar wirst du wahrscheinlich sowieso vom Sauerstoff gar nicht machen können. Und dann verlieren wir unser Loot. Das wäre natürlich auch nicht geil. Ich probiere jetzt mal den Frosch zu werfen und gucken mal, ob wir da ein bisschen was uns noch angucken können vorher. Ich meine, man könnte wirklich bauen, ja. Ob der uns tragen kann. Nee, natürlich, das war so klar. Scheiße, ey. Ja, 531 Kilo kann er tragen. Wie viel haben wir jetzt? 557, das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Da könnte man auch vielleicht ein bisschen was wegwerfen. Was jetzt nicht ganz so wichtig ist. Nur was? Das ist nicht ganz so wichtig. Das ist immer eine Qual der... Obwohl, ja, so viel wiegt das Zeug nicht. Wenn ich jetzt hier Sachen wegwerfe, dann... Ja, Holz vielleicht. Holz könnte man wegwerfen. Ja, komm, machen wir mal. So, das reicht. Jetzt ist er zumindest mal unter dem Gewicht, was er tragen kann. Aber das reicht natürlich immer noch nicht. Haben wir noch Steine oder sowas? Ja, Steine haben wir 5. Das bringt man nicht viel. Leder... Bringt nur 2 Kilo. Schießpulver würde ich ungern wegwerfen. Zündpulver könnte man noch wegwerfen. Komm, machen wir eine. 2 weg. Ja, das hier wiegt natürlich auch richtig viel, der Kristall. Aber ich habe jetzt auch noch keinen Kristall gesehen. Wäre jetzt aber auch blöd, den Kristall wegzuwerfen. Aber ich glaube, es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Hälfte des Kristalls wegzuwerfen. Und er ist immer noch overweight, ja. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als auf jeden Fall diesen Kristall wegzuwerfen, die Hälfte davon, vielleicht sogar noch mehr. Jo. Qual der Wahl. Schmeiße sie noch weg. Die Bären. Jetzt müsste er irgendwann ja mal nicht mehr overweight sein. Noch ein bisschen Fleisch geben. So. Und es ist einfach zum Kotzen. Ich hasse es, Zeug wegwerfen zu müssen. Aber ich glaube, wir müssen... Wir kommen nicht drum, den Kristall wegzuwerfen. Oder das hier. Reicht. Gut. Jetzt kann er wenigstens laufen. Aua. Ja, die Bastillus schwimmen hier anscheinend ohne Mantarochen rum, was eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist. Das Problem ist, den Rift hier unten kann ich nicht holen. Ey, wenn ich den hole, dann greifen mich direkt die Mantas an und ich kann ja nicht direkt auf den Frosch aufsteigen. Und das ist ein bisschen gefährlich, also den Glitch meine ich. Der Frosch ist halt immer noch nicht beim Top-Tempo. Ja, ich würde es halt schon grüßen, hier irgendwo drauf zu bauen. Allerdings, wie gesagt, ist die Frage, wie kommen wir dann über die Runden? Wie kommen wir ins Metall? Wie kommen wir runter ins Wasser, ohne ständig wieder irgendwie mit Grappling Hooks hochzubauen? Schwimmen mal hier noch rein, mal gucken, ob sich hier noch vielleicht irgendwas anderes herauskristallisiert. Ich will den Bauplan jetzt auch nicht einfach also irgendwo hinbauen, sondern es soll schon mit ein bisschen Bedacht sein.